Hi, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute starten wir mit einem Thema, das du bestimmt kennst. Es ist auch relativ einfach, würde ich sagen, aber dennoch sehr grundlegend. Deswegen beschäftigen wir uns heute eben nochmal mit den Termen und damit, wie man Terme vereinfachen bzw. umformen kann. Ein Term allgemein ist ganz einfach ein Rechenausdruck, so wie du ihn beispielsweise hier oben siehst. Wir haben hier 5a plus 13b minus a plus 2a. Das heißt also, wir haben einfach irgendeine Rechnung dastehen. In Abgrenzung zur Gleichung besteht ein Term nur aus diesem Teil. Das heißt, ist gleich irgendwas fehlt bei einem Term. Also das hier, wenn wir hier ein Gleichheitszeichen hätten und noch irgendwas anderes auf dieser Seite, dann hätten wir eine Gleichung, weil hier behauptet wird, irgendwas ist gleich irgendetwas, okay? Und bei einem Term hat man dieses Gleichheitszeichen eben nicht. Das ist quasi die eine Seite einer Gleichung. Genau, also falls du dich fragen solltest, was ist der Unterschied zwischen einem Term und einer Gleichung, dann ist es eben genau der, dass in einem Term kein Gleichheitszeichen auftaucht. So typisch für einen Term ist jetzt, dass er nicht nur aus einem Rechenausdruck besteht, der nur Zahlen enthält, sondern oft eben auch Variablen. Das sind Buchstaben, so wie du sie hier siehst, A und B. Diese Buchstaben sind sozusagen Platzhalter für echte Zahlen. Das heißt also, anstelle von den Buchstaben kann man Zahlen einsetzen. Ich könnte beispielsweise hier anstelle des Buchstaben A die Zahl 3 einsetzen und anstelle von B die Zahl 5 einsetzen. Und dann könnte ich eben diesen Term entsprechend für diese beiden Werte berechnen. Also den Wert des Terms berechnen, sagt man auch. Ich könnte also beispielsweise, das mache ich jetzt mal konkret hier vor, für A 2 einsetzen und für B 1. Dann habe ich entsprechend 5a, also 5 mal 2 plus 13b. Du musst dir immer so denken, dass hier dazwischen eigentlich immer ein Malzeichen steht. Das lässt man nur irgendwann mal weg, weil es einfach lästig ist, das immer mitzuschreiben. Das heißt also, ich rechne dann entsprechend 5 mal a, also 5 mal 2, plus 13 mal b sind 13 mal 1, minus a, das ist einfach minus 2, plus 2 mal a, also plus 2 mal 2. Jetzt habe ich einen Ausdruck, in dem wirklich nur Zahlen auftreten. Das heißt, ich kann es mit den ganz normalen Rechenregeln, die ich kenne, ausrechnen. 5 mal 2 gibt 10, 13 mal 1 sind einfach 13. Bei der minus 2 hier müssen wir keine Multiplikation mehr bestimmen, deswegen bleiben hier einfach die minus 2 erstmal stehen. Plus 2 mal 2 sind 4. Ganz wichtig ist, dass du dich daran erinnerst, dass die Regel gilt Punkt vor Strich. Das heißt also, dass wir wirklich erst diese Malrechnungen hier ausrechnen müssen, bevor wir jetzt anschließend die Ergebnisse hier zusammenzählen, also addieren bzw. hier subtrahieren. Also eine ganz wichtige Regel beim Vereinfachen von Termen oder beim Berechnen vom Wert des Terms ist Punkt vor Strich. Genau, also Mal- und Geteiltrechnungen werden vor Plus- und Minusrechnungen ausgeführt. Genau, jetzt habe ich alle Punktrechnungen sozusagen ausgeführt. Jetzt kann ich jetzt einfach die Ergebnisse hier zusammenzählen. Das heißt, ich rechne 10 plus 13, das sind 23, minus 2 sind 21, plus 4 sind 25. Okay, du kannst schon hier sehen, in diesem Term ist die Variable a mehrfach aufgetreten. Wir hatten einmal 5a minus a plus 2a. Gerade wenn eine Variable mehrfach auftritt, ist es möglich oder oftmals möglich, den Term umzuformen. Und zwar so, dass er einfach kürzer ist, das heißt leichter und überschaubarer. Das möchte ich dir jetzt an einem weiteren Beispiel hier drüben erklären. Wir haben hier den Term 2y minus 3x plus 15y plus 4x. Das heißt, wir haben also einen Term, der die Variablen x und y enthält. X und y kommen jeweils zweimal vor. So, in diesem Fall ist es jetzt möglich, den Term zu vereinfachen. Das heißt also, wir fassen die Teile zusammen, in denen das y drin steckt,
und die Teile zusammen, in denen das X drin steckt. Ich umkreise jetzt erstmal die Teile mit dem Y. Hier ist wichtig, dass du immer das Vorzeichen mitnimmst. Wenn wir jetzt nämlich gleich hier irgendwas umstellen, dann muss das Vorzeichen immer entsprechend dabei bleiben. Deswegen gehört das Minus auch eben zu den 3x und das Plus hier zu den 4x. So, du kannst dich vielleicht noch an das Kommutativgesetz erinnern. Das lernt man in Klasse 6 oder 5 oder sowas. Da geht es einfach darum, dass ich bei Plus- und Minusrechnungen die Reihenfolge der Summanden vertauschen darf. Das heißt also, ich darf jetzt hier die Reihenfolge von diesen beiden Summanden vertauschen. Es ist egal, ob ich 2y minus 3x und dann plus 15y rechne oder ob ich erst 2y plus 15y und dann minus 3x berechne. Das verändert nichts. Also das ist einfach so eine Regel, die es eben gibt. Das heißt also, ich kann hier die Reihenfolge verändern. Und wenn ich die Reihenfolge von diesen beiden Summanden hier in der Mitte ändere, ist es ganz wichtig, dass ich die Vorzeichen jeweils mitnehme. Das heißt also, ich tausche plus 15y mit minus 3x. Das Besondere ist, jetzt kannst du auch farblich sehen, jetzt habe ich zweimal einen roten Kreis und zweimal einen blauen Kreis. Das heißt, ich habe hier zwei Summanden, in denen y steckt und zwei Summanden, in denen x steckt. Und diese Summanden darf ich jetzt zusammenfassen. Wenn ich also 2y plus 15y rechne, ich kann es hier nochmal seitlich dran schreiben, dann könnte ich theoretisch das y hier ausklammern, denn es steckt in beiden Summanden drin. Das heißt also, ich mache jetzt mal sozusagen die Erklärung dazu, warum jetzt das Folgende gilt. Ich könnte also sagen, y klammer ich aus, dann schreibe ich y mal, Klammer auf, 2 plus 15. So, das hier kann ich jetzt vereinfachen. Ich habe hier eine Klammer, das heißt also die Klammer rechne ich zuerst aus oder darf ich zuerst ausrechnen. Und das ist ja nichts anderes als y mal 2 plus 15 ist 17, sozusagen in Klammer. Da kann ich die Klammer natürlich weglassen, das ist einfach y mal 17. Und üblicherweise stellt man immer die Zahl vor, die Variable. Das heißt, man sagt hier 17 mal y beziehungsweise einfach 17y. Das ist sozusagen die Erklärung dafür, warum ich das jetzt so zusammenfassen darf zu 17y. Also 2y plus 15y sind 17y. Genau mit derselben Erklärung haben wir dann minus 3x plus 4x. Hier kann ich wieder minus 3 plus 4 zusammenrechnen. Das ergibt 1. Das heißt, insgesamt bleibt eben 1x übrig. Und damit ist das hier eben das Ergebnis, also ist das hier eben die zusammengefasste Form von meinem Term hier oben. Nochmal ganz wichtig, man kann nur die Teile zusammenfassen, in denen die gleiche Variable steckt. Also ich kann nur diese beiden Teile zusammenfassen, weil hier jeweils mal y gerechnet wird. Und ich kann nur diese beiden zusammenfassen, weil ich hier jeweils minus 3 mal x und 4 mal x eben habe. Es wäre also falsch, wenn ich jetzt beispielsweise die beiden Teile zusammenfassen würde und irgendwie rechnen würde, okay, dann nehme ich 15 minus 3 sind 12 und dann habe ich hier insgesamt 12yx oder sowas. Das ist falsch. Also immer nur die Summanden zusammenfassen, in denen wirklich dieselbe Variable drin steckt und keine weitere Variable. Okay, genau. Manchmal treten in Termen auch Klammern auf. Dann kann man die Terme manchmal auch vereinfachen. Dabei muss man unterscheiden, ob man eine Klammer hat, bei der man ein negatives Vorzeichen davor stehen hat oder eben kein Vorzeichen, also einfach ein positives Vorzeichen, was man sich da denken könnte. Wenn du ein positives Vorzeichen vor der Klammer hast, dann ist es relativ einfach. Dann musst du eigentlich gar nichts machen, du kannst die Klammer einfach weglassen. Anders ist es bei der sogenannten Minusklammer. Also wenn du hier ein Minus vor einer Klammer hast, dann musst du beim Weglassen der Klammer ein paar Sachen beachten. Wir haben also hier das Beispiel 6a minus Klammer auf 5y plus 7b Klammer zu.
Das bedeutet, eigentlich müssten wir erst 5y plus 7b zusammenfassen, also addieren. Diese Rechnung müssten wir erst ausführen, weil sie eben in Klammer steht. Und dann würden wir 6a minus dieses Ergebnis bestimmen. So, wenn wir jetzt die Reihenfolge der Rechnung allerdings ändern wollen und nicht erst das hier in der Klammer ausrechnen möchten, zum Beispiel weil wir y und b nicht kennen oder sowas, dann können wir jetzt hier eben diese Klammer auch weglassen. Achtung, da es eine Minusklammer ist, also weil ein Minus davor steht, ändern sich durch das Weglassen der Klammer alle Vorzeichen in der Klammer. Was sind die Vorzeichen in der Klammer? Wir haben hier einmal 5y. Weil wir hier sozusagen kein Vorzeichen stehen haben könnten, müssten wir uns hier ein Plus denken. Also das sind eigentlich plus 5y und plus 7b. So, das heißt, wir haben zweimal das Vorzeichen plus. Das kehrt sich jetzt um. Also dieses Vorzeichen plus hier und hier wird jeweils zu einem Minus. Kannst du hier sehen, wir haben hier minus 7b und minus 5y. Da wir jetzt die Vorzeichen hier geändert haben, können wir die Klammer weglassen und auch dieses Minus vor der Klammer fällt einfach raus. Okay? Dann haben wir den Term also vereinfacht oder es lässt sich natürlich darüber streiten, ob der jetzt wirklich einfacher ist oder nicht. Wir haben ihn umgeformt in jedem Fall zu 6a minus 5y minus 7b. Genau, also das ist immer ganz wichtig, dass du beachtest, wenn du ein Minus vor der Klammer hast und die Klammer weglassen möchtest, musst du alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen. Drittes Beispiel, hier haben wir ebenfalls eine Klammer, die wir auflösen möchten. Es ist eine Plusklammer, das heißt also, wir haben entweder gar kein Vorzeichen davor oder man denkt sich eben ein Plus davor. Wir haben Klammer auf 12x plus 12y, Klammer zu minus 5z. Und in diesem Fall können wir jetzt einfach die Klammer weglassen. Denn im Grunde genommen haben wir hier irgendwas plus irgendwas minus irgendwas. Und bei Plus- und Minusrechnungen spielt die Reihenfolge, Stichwort Kommutativgesetz, keine Rolle. Deswegen ist es hier erlaubt, dass man die Klammern einfach weglässt. Genau, also das war jetzt nochmal die kurze Wiederholung zum Thema Terme und wie man sie umformen bzw. vereinfachen kann. Hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und sei gerne auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann.